Das muss nicht sein. Das sage ich gar nicht. Ich möchte einfach nur Awareness schaffen. Man kann doch was Konstruktives in seinem Leben machen, als was Destruktives. Also, frech. Boah, ich muss sagen, manche Aussagen check ich ja erst jetzt. Bin ich destruktiv? Ich mache mal eine kleine Einführung in das Thema, wie ich dazu gekommen bin. Also ich war vor einer Zeit in Berlin und ich war eigentlich aus einem anderen Grund in Berlin. Und da ist es relativ spontan zustande gekommen, dass ich zu diesem Format gegangen bin. Nee, ich bin nicht operiert, wenn es darum geht. Dass ich zu diesem Format gegangen bin, weil die eben schon länger irgendwie geplant hatten, was zum Thema Schönheits-OPs zu machen und haben mich dann eben gefragt, ob ich am Sag's-mir-Format spontan teilnehmen möchte, und das habe ich gemacht, weil ich eh in Berlin war. Das war praktisch. Ich bin nämlich grundsätzlich sehr selten in Berlin, weil, sind wir ganz ehrlich, Berlin ist eine schwierige Stadt. Und es ist auch noch weit weg. Naja, gut, und dann kam es also, dass ich dorthin ging. Bei Sag's mir ist es ja so, man trifft auf eine Person, von der man vorher nicht weiß, wer diese Person ist. Und ich wusste es vorher wirklich nicht. Die haben sich die beste Mühe gegeben, uns auseinanderzuhalten, in zwei verschiedenen Vorbereitungsräumen und so weiter. Und das Einzige, ich konnte durch die Tür lauschen. Die Vorbereitungsräume waren mit einer Tür verbunden. Ich habe durch die Tür gehört, dass es ein Mann ist. Also, ich habe es gelesen als männliche Person, muss man ja heutzutage sagen. Nein, man hat eindeutig gehört, dass es eine männliche Person ist, die im anderen Raum ist. Und dann war ich schon so, wer könnte das sein? Ich habe erst kurz gedacht, das wäre so ein Dude, es gibt so einen Typen, der hat ziemlich große Lippen und ist damit auch schon in vielen verschiedenen Funkformaten gewesen, dass er halt so, ja, nicht Beauty-OP-süchtig ist, aber dass er eben von Format zu Format tingelt und halt offensichtlich sehr, sehr, sehr viel hat machen lassen. Und ich dachte, ich treffe auf diese Person. Also ich dachte, ich treffe halt auf eine Person, die halt obviously übelst viel hat machen lassen, vielleicht sogar Influencer ist und an Follower irgendwie auch so Sachen bewirbt oder mit Rabattcodes rauskippt. Und dann kam ich halt rein und es war nicht so. Es war Rick von Rick und Nick von dem TikTok-Kanal, der auch mal durch, glaube ich, Offen und Ehrlich ein wenig kritisiert wurde. Naja, mehr dazu kann ich gleich erzählen. Ich würde sagen, wir starten einfach erstmal rein in das Video. Ich habe es natürlich schon mal überflogen, aber wir gucken uns das jetzt noch ganz genau an und ich sage, ob vielleicht teilweise Sachen rausgeschnitten wurden, auch wenn ich mich natürlich nicht mehr gut daran erinnern kann. Ich glaube, dass es eben ganz viele Menschen gibt, die einfach ohne viel nachzudenken eben in diesen Strudel reingeraten der vermeintlichen Selbstoptimierung und die man vielleicht das ist jetzt eine Vorschau. Ja. Schützen muss. Beauty gab es schon immer, ein Leben lang. Und da gibt es eine Interessensvertretung, die Spaß daran hat. Und die sollen das doch auch bitte gerne machen. Wenn du dagegen bist, sei dagegen, aber lass die Leute in Ruhe, die das machen wollen. Es war interessant. Also ich muss sagen, was ich aus dem letzten Format mitgenommen habe, wo ich war, bei Öffentlich-Rechtlichen, und ich war jetzt noch nicht wirklich oft irgendwo, aber bei 13 Fragen habe ich ja gemerkt, dass ich zu wenig konfrontativ war. Und das habe ich versucht, in diesem Format mehr zu machen. Können wir ja gleich mal gucken, ob es gut rüberkam. Was passiert, wenn sich zwei fremde Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind, emotional annähern sollen? Ach so, wie sollen wir uns emotional annähern? Ja, stimmt. Durch die Fragen am Anfang. Jetzt verstehe ich das erst, das Format. Wir haben es getestet. Mein Name ist Henrik. Viele kennen mich unter Rick, unter Dr. Rick. Ich bin 33 Jahre alt, bin Gründer von Beauty-Kliniken. Und in diesen Kliniken werden vor allem minimalinvasive Beauty-Behandlungen wie Botox und Hyaluron durchgeführt. Da finde ich jetzt zum Beispiel interessant, was ist er für ein Arzt? Weil das alles wusste ich ja vorher auch nicht. Ne? Also ich hatte jetzt das Glück, dass als ich da reinkam, ich ihn erkannt habe und er dann auch noch gesagt hat, er heißt Rick, und dann wusste ich so, ich glaube, das ist der von Rick und Nick, von diesem TikTok-Account. Das sind so zwei Typen, die Unterspritzungen machen, hauptsächlich Hyaluron-Unterspritzungen. Aber ich wusste halt nicht viel mehr. Das ist halt das Problem bei diesem Format und bei dem Format 13 Fragen, dass man halt nicht viel Background-Info hat über die Leute und die deshalb auch nicht konfrontieren kann mit gewissen Sachen. Ich konnte es zum Glück, weil ich eben schon mal von denen gehört hatte, weil sie mir schon mal auf TikTok vorgeschlagen wurden auch. Deswegen konnte ich so ein paar Sachen anbringen, die ich halt wusste. Aber da weiß ich noch nicht bis heute, ob das nicht vielleicht besser wäre, wenn man die Leute zumindest ein bisschen aufeinander vorbereiten würde. Aber das ist ja irgendwie dann auch wieder nicht
Sinn des Formats, ne? Ich bin Alicia, ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite hauptberuflich als YouTuberin und Autorin. Da kann ich auch eine witzige Story erzählen. Sorry, ich werde jetzt oft stoppen, aber ihr wollt die Hintergrundinfos, ihr bekommt die Hintergrundinfos. Ich saß da und dann musst du ja immer, solche Sachen musst du mehrmals drehen, ne? Und dann sagen die so, ja, stell dich bitte einmal kurz vor mit Namen, mit Alter und was du beruflich machst. Und beim ersten Mal habe ich halt so gesagt, so ja, ich bin Alicia, ich bin 26 Jahre alt, ne, und so weiter und so fort. Und dann sagen die, ja, komm, wir machen lieber nochmal einen Take, ne, damit wir es sicher haben. Und dann sage ich auf einmal so, ja, mein Name ist Alicia Joe, ich bin 27 Jahre alt, ich bin YouTuberin und Autorin. Und die so, hä, eben hast du gesagt, du bist 26, wie alt bist du denn jetzt? Und ich so, oh, warte, ich muss kurz nachrechnen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie alt ich eigentlich bin. Man kennt es, es ist ja hier ein Running Gag im Chat, dass ich 54 bin. Ja, gut, aber jetzt wissen wir es, wie alt ich gerade bin. Auf meinem YouTube-Kanal behandle ich verschiedene gesellschaftskritische Themen. Ich habe mich auch schon oft mit dem Thema Schönheitsideale und Schönheitsoperationen auseinandergesetzt. Das war auch interessant, hier dieses immer hin und her setzen. Früher war... Also das Setting war auch spannend, muss man wirklich sagen, weil man sich am Ende auch übelst nah aneinander saß. Das war richtig ungewohnt. War es so, dass unsere Schönheitsideale durch Magazine bestimmt wurden, durch wenige Vorbilder im Fernsehen. Heute ist es aber so, dass jeder ein Handy in der Tasche hat, jeder hat Face-Apps, jeder kann sein Gesicht und seinen Körper modifizieren. Und wir sind alle kleine Influencer, die uns gegenseitig mit teilweise unrealistischen Schönheitsidealen beeinflussen. Das fand ich einen guten Satz, der mir da eingefallen ist. Das ist mir on the spot eingefallen, dass wir ja eigentlich im Prinzip alle kleine Influencer sind, die uns gegenseitig beeinflussen. Kam es zum Kuss? Nein, es kam nicht zum Kuss. Nein. Die Farben vom Hemd stehen mir. Findet ihr? Ich fand, die Farben vom Hemd machen mich ein bisschen blass. Also ich fand, am Ende der Anzug hat mir besser gestanden. Keine Ahnung. Aber lustig, dass er auch am Anfang so eher so grau-blau gekleidet ist. Witzig. Also das habe ich zum Beispiel, das wurde auch komplett separat gedreht. Ne? Vorher separat, auch extra so, dass wir uns nicht begegnen. Gibt natürlich schon einen gewissen Anreiz, durch die sozialen Medien Behandlungen durchzuführen. Da muss man aber gucken, wer das Zepter in der Hand hat. Das sind nämlich meistens die sozialen Medien. Ja, perfekt. Das könnte meine Farbe sein. Ist ja nicht Dior, ne? Witzig. Und auch diese Schnittszenen zu drehen, ne? Dass man so sich den Anzug richtet. Ich erwarte jemanden, der eventuell auch ein persönliches Schicksal in der Beauty-Branche erlitten hat. Ich denke, mich erwartet eine Person, die wahrscheinlich nicht so kontra Schönheits-OPs und Schönheitseingriffe auf Instagram eingestellt ist wie ich. Witzig, ne? Wir haben beide komplett andere Leute erwartet. Wir haben beide komplett unterschiedliche Menschen erwartet. Komisch. Hier hat gerade jemand gefragt, wie lange dauert diese Aufnahme. Wie lange die Aufnahme an sich dauert, kann ich nicht genau sagen. Also man muss halt schon manche Sachen, also gerade wie diesen Szenenwechsel und so, da müssen auch die Kameras wechseln, wenn man zum Beispiel einen Sitz weiter nach vorne rückt. Ganz genau kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass ich grob in dem Gebäude, ich glaube, so 3 Stunden war. Ich kann es nicht mehr garantieren, aber ich schätze, es war ungefähr 3 Stunden. Und dafür bekommt man keine krasse Gage, das müsst ihr nicht denken. Also bei den Öffentlich-Rechtlichen bekommt man tendenziell einfach nur eine Aufwandsentschädigung. Das ist jetzt nichts mit hier Gage verhandeln oder so. Nein, nein, das ist eher, dass halt natürlich die Anreise und so übernommen wird und eine kleine Aufwandsentschädigung und Buyout und sowas. Ne? Ich bin gespannt. Legen wir los. Da kam ich rein. Er war schon da, ich kam rein. Und da war ich so, oh, warte, doch nicht eine krass operierte Person. Weil ich war so sicher, dass mir eine Person gegenüber sitzen wird, die richtig stark operiert ist. Alicia. Also so, wisst ihr, dass man so richtig sieht. Und ich dachte sogar, dass es vielleicht, dadurch, dass es halt so ein emotionales Format ist, dass es vielleicht eher der Kern sein wird, dass wir am Ende über Traumata reden. Und also wie soll ich sagen, also ich wurde natürlich, vorab gab es auch schon Gespräche und dann wird natürlich von den Leuten, die das produzieren, schon so ein bisschen ausgelotet, was kann man fragen, was sind interessante Fragen. Und durch dieses Vorabgespräch hatte ich das Gefühl, vielleicht sitzt mir eine Person gegenüber, die halt eben viele Schönheits-OPs hat machen lassen und die das aber damit begründet, dass sie
keine Ahnung, vielleicht eine schwere Kindheit hatte, vielleicht nie Schönheits-OPs, also vielleicht nie sich ausleben durfte und sich jetzt umso mehr auslebt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich dachte, es wird irgendwie so auf die Schiene gehen und da hätte ich ja auch, ne, wisst ihr, so voll das Verständnis für. Und das hätte ich einfach so spannend gefunden. Und dann war es aber was ganz anderes, weil ich wurde ja auf einmal dann mit einem Arzt, wo ich immer noch nicht genau weiß, was für eine Art Arzt er eigentlich ist, aber ich wurde halt jetzt mit einem Arzt konfrontiert und das war so, ich dachte so, oh, okay, das nimmt wahrscheinlich jetzt eine ganz andere Richtung. Ja, das Thema wussten wir vorher. Also das Thema Schönheits-OPs, das war schon klar, aber halt nur ganz grob, ne? Nicht viel mehr. Perfekt. Hallo ihr beiden. Ihr durchlauft jetzt drei Runden, in denen ihr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei, hört einander zu, lasst euer Gegenüber seine oder ihre Geschichte erzählen, seid offen und ehrlich. Ich habe mich auch voll bemüht, die ganze Zeit gerade zu sitzen. Warte, soll ich meine Kamera vielleicht woanders hin? Nee, die ist schon ganz gut hier in der Ecke, ne? Da bin ich halt ein bisschen verdeckt. Passt schon. Stellt euch die folgenden Fragen im Wechsel. Fangen wir an. Viel Geld oder viel Freizeit? Ich arbeite sehr gerne. Ich bin ein kleiner Workaholic. Ich brauche keine Freizeit. Freizeit ist für mich nachher das Arbeiten. Da habe ich Spaß dran. Dementsprechend würde ich eher sagen, tatsächlich viel Geld. Krass. Chat, was würdet ihr sagen? Würde mich auch mal interessieren. Viel Geld oder viel Freizeit? Also man muss natürlich sagen, Geld bedingt auch so ein bisschen Freizeit, ne? Wenn man viel Geld hat, dann kann man sich viel Freizeit leisten. Oh, die meisten sagen Freizeit. Ach, krass. Oh, die Tendenz geht ganz doll hier nach Freizeit. Also ich würde nur sagen, so ein Drittel ist ungefähr Geld oder ein Viertel. Der Rest sagt Freizeit. Freizeit bringt nichts ohne Geld. Ja, ne, also es bedingt sich auch so ein bisschen. True, true. Okay. Ehrgeiz oder... Übrigens dieses Okay, also es war schon gewollt, um das hier einfach mal so hinter den Kulissen zu erzählen, es war schon gewollt, dass ich jetzt nicht auch noch auf das Thema eingehe, sondern er sollte die Frage beantworten, die ich stelle und ich sollte die Frage beantworten, die er stellt. Ähnlichkeit. Ehrgeiz, würde ich sagen. Also beides wichtig, irgendwie nicht zu vernachlässigen, auch mal ein bisschen bequem zu sein, aber ich glaube schon, dass ohne Fleiß kein Preis, so ein bisschen, das zählt auch noch zurück. Würdet ihr dem zustimmen? Ehrgeiz oder Bequemlichkeit? Könnt ihr auch gerne sagen. Ich muss sagen, ihr merkt es vielleicht schon, er hat einen sehr durchdringenden Blick. Also, ich muss sagen, dass mich das auch nicht verunsichert hat, aber dazu müsst ihr wissen, es ist so, man kommt zum Beispiel, ich komme rein, wir begrüßen uns und wir sitzen und wir sollen uns sozusagen gleich die Fragen stellen, aber dann kommt halt immer nochmal so Cut und dann wird halt geguckt, okay, sind die Kameras richtig positioniert, muss vielleicht nochmal jemand nachgepudert werden, muss vielleicht nochmal das Licht irgendwie ausgerichtet werden und dann stellt sich halt, also dann haben, erstmal haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht, aber die Produktion hat halt gesagt, bitte noch nicht viel reden, beziehungsweise am besten gar nichts reden, damit halt, ne, wisst ihr, das Format nicht kaputt geht. Und dann mussten wir es halt so anschweigen und wir saßen uns halt so straight gegenüber. Und das war richtig komisch. Also ich muss sagen, also ich kann ganz gut mit so Leuten so Smalltalk halten oder so, aber jemanden gerade neu kennenzulernen und sich dann so anschweigen zu müssen, das war irgendwie weird. Weiß auch nicht. Es war irgendwie ein bisschen lustig. Und deswegen würde ich auch, glaube ich, also ich habe jetzt schon irgendwie gesehen, dass Leute da drunter geschrieben haben, so, oha, er guckt irgendwie voll krass oder er guckt irgendwie gruselig. Aber ich glaube, das ist auch einfach der Situation geschuldet, dass man halt so sich straight angucken muss die ganze Zeit und dass man halt zwischendurch auch immer wartet und dann wieder antwortet und so. Also ich glaube, da kann man jetzt gar nicht sagen, dass das, also mir kam es jetzt in real life nicht komisch vor. Also er hat schon straight up mich angeguckt, aber es kam mir jetzt in real life nicht irgendwie komisch vor. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt im Schnitt teilweise komisch aussieht, weil man sich halt so straight gegenüber sitzt. Ihr wisst, was ich meine. Ach so, sorry, weiter. Rückblicken oder nach vorne schauen?
Ich schaue sehr gerne nach vorne. Ich bin ein Opportunist und Visionär. Das heißt, ich gucke gerne in die Zukunft. Ich lerne aus der Vergangenheit, aber ich schaue sehr viel nach vorne. Finde ich gut. Hätte ich auch so gesagt. Also würde ich genauso beantworten, oder? Weil wer blickt denn viel zurück? Also klar, wenn du jetzt in der Vergangenheit irgendwas Schönes hattest und so, dann kann man ja auch mal zurückblicken. Aber grundsätzlich, ich glaube, da stimmt der Chat auch hauptsächlich zu, ne? Er guckt gerade aus, also guckt er gerne nach vorne, würde ich sagen. Ja, genau. Janissa, so kann man sagen. Monte blickt viel zurück. Ist das so? Blickt Monte viel zurück? Sagt er viel so, ja, früher war alles besser? Irgendwie auch ein bisschen eine Quatschfrage, ne? Charakter oder Aussehen? Oh, ich glaube, da muss ich auf jeden Fall Charakter sagen. Ich würde lügen, wenn nicht Aussehen auch natürlich irgendwie wichtig ist. Gerade ein gepflegtes Aussehen. Aber dann grundsätzlich doch eher Charakter. Ja, also ich würde auch sagen, das ist halt bei allen Fragen, ne, kann man sagen, ja, beides irgendwie. Weil, also, natürlich ist Aussehen und wie ich es gerade gesagt habe, natürlich auch so eine gewisse Gepflegtheit voll wichtig. Aber wenn man jetzt fragt, Aussehen oder Charakter, dann natürlich eher Charakter. Aber es ist definitiv kontextabhängig, genau. Christiane Disto, kontextabhängig, muss man echt so sagen. Zufrieden sein oder optimieren? Ja, also die Frage war ja obvious. Bei mir. Ich bin zwar zufrieden mit dem, was ich habe, aber wie gesagt, ich bin visionär, ich gucke gerne nach vorne und wenn ich was optimieren kann, mache ich es natürlich. Runde 2. Welche Erfahrungen haben dich in deiner Schulzeit geprägt? Oh, ja. Ich war auf einer Mädchenschule. Also da gibt es natürlich Vorteile und Nachteile. Aber das hat natürlich auch so ein bisschen den Druck erhöht, was, glaube ich, Schönheit angeht. Also Essen war ein großes Thema. Ja, Schminken, Sport, Fitness und so. Sehr. Ich glaube, er missversteht mich auch gleich. Ich werde da gleich nochmal genauer drauf eingehen. Früh. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen verstärkt als Echokammer. Ja, diese ganzen Schönheitsideale. Das war alles für einen selbst, ne? Da gab es ja keine Männer. Das fand ich interessant, dass er das gesagt hat. Ich konnte in dem Moment auch nicht richtig antworten, weil ich erstmal gar nicht so richtig, ich musste es erstmal, mein Kopf musste es erstmal prozessieren. Ich habe das halt so gemeint in dem Sinne, dass wenn viele Mädchen auf einem Raum sind, dass man halt super viel über diese Mädchenthemen redet. Also zum Beispiel, wenn, also wie soll ich sagen, aber keine Ahnung, es kommt dann irgendwann das Alter, wo man sich für Schminken interessiert. Und wenn man dann halt zu 30 Mädels in der Klasse ist und nicht 15 und man wirklich nur mit Mädels Kontakt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass man viel mehr übers Schminken redet. Und damit meine ich nicht, also er bezieht das jetzt so von wegen so, ja, aha, anscheinend macht man es ja dann wirklich nur für sich selbst und nicht für die Jungs. Aber das meine ich damit gar nicht, weil man gerade Frauen, also ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen sich nicht nur optimieren für Männer oder für die Paarung oder was auch immer, sondern Frauen optimieren sich, je nachdem, auf welches Geschlecht sie stehen, natürlich für das Geschlecht, also in vielen Fällen dann wahrscheinlich für Männer, aber auch für die weibliche Konkurrenz. Wisst ihr, was ich meine? Also der gesellschaftliche Druck geht ja nicht nur von Männern aus. Genau, du schreibst es richtig gut hier gerade im Chat. Der gesellschaftliche Druck geht ja von allen aus. Und wenn ich jetzt alleine zu Hause unterrichtet worden wäre, dann wäre der Druck vielleicht nicht da. Aber genau, man vergleicht sich einfach unter Mädchen auf einer Mädchenschule vielleicht noch viel mehr und guckt dann viel eher so, oh, ist die jetzt dünner als ich, hat die eine schönere Nase als ich, ist die besser geschminkt als ich, hat die bessere Haare als ich. Ne? Also das meinte ich damit. Ja, aber trotzdem, ja. Ja, aber trotzdem, ja. Perfekte Antwort, Alicia, wirklich gut gekontert. Mashallah. Wie sieht für dich der perfekte Tag aus? Der perfekte Tag fängt mit frühem Aufstehen tatsächlich an. Meist stehe ich so um 6 Uhr auf, bin dann beim Sport, damit ich das vor der Arbeit noch schaffe. Ja, nach dem Sport geht es zur Arbeit. Haben wir den ganzen Tag quasi durchbehandelt. Und abends, wenn ich fertig bin, geht es Richtung Buchhaltung, Verwaltung und Projektplanung. Dann geht es meistens so gegen 9, 10 Uhr, bin ich dann durch mit allem, manchmal auch 11. Dann geht's ins Bett und nächsten Tag dann wieder. Und ich muss tatsächlich sagen, es erfüllt mich. Es macht mir Spaß, ich mache es mit Herzblut. Und ich hatte das früher, find ich cool, eher so der Faulenzer gewesen und heutzutage genau andersrum.
und Arbeit ist tatsächlich Freizeit für mich. Also ich muss sagen, okay, Arbeit ist Freizeit würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ich muss sagen, da habe ich auch so gemerkt, ich glaube, in der Hinsicht waren wir uns schon so ein bisschen ähnlich, auch wenn wir gleich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben. Aber wir waren uns sehr ähnlich in der Hinsicht, dass man irgendwie, um ja, Erfolg in irgendwas zu haben, dass man dafür diszipliniert sein muss, dass man schon bestenfalls Arbeitsprozesse und alles Mögliche optimiert. Ja, so mäßig der frühe Vogel fängt den Wurm, bla bla bla. Aber ich glaube, wir haben uns dann halt, er hat das auch so auf das Thema Schönheit bezogen und ich habe es da halt nicht so drauf bezogen, glaube ich. Keine Ahnung, wenn ihr wisst, was ich meine. Welcher Moment in deinem Leben hat dich besonders herausgefordert? Ich habe mal in einer Fernsehshow teilgenommen, wo es viel Geld zu gewinnen gab und da ganz so gut abgeschnitten. Und das war ein bisschen schwierig für mich, weil das auch irgendwie so damals mein großer Traum war. Und danach hatte das in den Medien so ein bisschen komisches Echo. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile über alles hinweg. Ich glaube auch, dass diese Antwort teilweise gewollt war. Weil ich habe natürlich, glaube ich, auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch gesagt habe, dass ich natürlich auch schon andere Sachen erlebt habe, die jetzt nicht so cool waren. Also ne, gerade so, wenn irgendwie im Bekanntenkreis oder im entfernten Verwandtenkreis oder so jemand stirbt und sowas, ist natürlich auch nicht cool. Aber ich glaube, das hier war halt eine interessante Antwort, weil es halt danach in den Medien auch viel um mein Aussehen ging. Wisst ihr, also deswegen passt das irgendwie zum Thema. Das hast mich neugierig gemacht. Welche Show war das? Das war Wer wird Millionär. Ah, ja. Okay. Ist aber schon was her. Wie weit bist du gekommen? Schlimmstes Erlebnis, nicht reich zu werden. Ich war 4.000 Euro fragen. Ich habe keinen Joker benutzt und bin dann wegen Risiko runtergefallen. Ja. Schade. Ja, und was mich besonders... Schade. Diese Stille. ...dran irgendwie genervt hat, dass so ein bisschen... Okay. Ja, mit dem Klischee gespielt wurde, gerade in den Medien dann auch, dass ich halt eine blonde Frau bin. Und ich habe damals, Ich muss sagen, die Antwort ist schon richtig witzig von ihm. Schade. Auch im Make-up-Bereich was gemacht. Und da wurde natürlich irgendwie dann so dieses Klischee bestätigt. Wahrscheinlich dann irgendwie doof, weil sieht ganz okay aus. Das ist tatsächlich eine Frage für uns beide, glaube ich. Wie wichtig ist euch euer Aussehen? Aha. Willst du, soll ich? Ladies first, bitte. Ich würde sagen, mittlerweile weniger wichtig als vor noch ein paar Jahren. Mhm. Also gerade so in meinen Teenager-Jahren war es mir sehr, sehr wichtig. Da war ich auch sehr unsicher teilweise mit Körperteilen, also mit meiner Nase, meiner Stirn. Mhm. Heute ist das irgendwie komplett abgeflacht. Also ich würde lügen, wenn ich sage, mein Aussehen ist mir nicht wichtig, weil natürlich spielt es eine Rolle in unserer Gesellschaft. Ja, also ich würde es nicht mehr in Kauf nehmen, dafür meine Gesundheit zu gefährden. Ich muss sagen, bevor ihr jetzt antwortet auf die Aussehensfrage, ich habe auch echt überlegt, wie ich da hingehe. Ne? Also ich habe zum Beispiel gedacht, okay, komm, ich mach mir mal einen Zopf, dann kann man mehr von meinem Gesicht sehen. Und ich habe mich auch nicht so doll geschminkt wie früher in anderen Formaten. Ich weiß noch, als wir hier zusammen auf das 13-Fragen-Format reagiert haben, da hat... haben ein paar Leute geschrieben, dass es irgendwie mit der Schminke auch irgendwie zu viel aussah. Und ich habe extra diese Kritik angenommen und habe gerade gedacht, wenn es ums Thema Schönheits-OPs geht, dann mache ich zumindest mal keine falschen Wimpern drauf. Und habe versucht, es ein bisschen weniger geschminkt zu halten, dass man hier auch meine wunderschönen Augenringe sieht. Ich meine, gut. Aber am Ende muss man halt sagen, ich bin hier auch trotzdem geschminkt. Ne? Also ich bin... schon ja der festen Überzeugung, dass man das optimieren kann, was geht. Also man sollte sich nie so gehen lassen. Wir haben halt alle einen Körper und wir können das Beste draus machen. Aber ich würde halt, wie ich eben schon gesagt habe, keine OPs in Kauf nehmen oder zumindest aktuell nicht. Ich kann nie sagen, wie es in der Zukunft ist. Also vielleicht werde ich irgendwann nochmal eine Schönheits-OP machen. Vielleicht werde ich mich irgendwann mal mit Botox behandeln lassen, keine Ahnung. Aber aktuell würde ich es nicht in Kauf nehmen, weil ich denke mir, man kann so viele andere Sachen optimieren und das reicht dann auch erstmal. Du trägst Make-up, deine Haare sind gemacht. Ja, also Stück das, schon, was geht, optimiere ich gerne, aber ich versuche mich da nicht reinzusteigern. Ja, alles klar. Mir persönlich ist Aussehen sehr, sehr wichtig. Ich habe man muss halt auch wirklich sagen, es ist ein bisschen weird, weil man sitzt so sehr starr voreinander und hinter der Kamera beobachten einen ganz viele Leute und dann ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, so souverän zu antworten und auch
den perfekten Dialog zu finden. Spaß daran. Es steigert auch wirklich das Selbstwertgefühl und ich optimiere tatsächlich mein Leben und mich selbst, wo auch immer ich kann. Ne? Sei es Ernährung, sei es Sport, sei es wirklich der Drive in meinem Beruf, sei es die perfektionistische Hand, die ich ausleben möchte, oder sei es dann auch wirklich mein eigenes Aussehen. Okay. Das finde ich ja gut. So Sport und sowas, alles, was mit innerer, also mit Willensstärke und sowas zu tun hat und halt mit Gesundheit, ne? Weil Sport ist ja am Ende auch irgendwo gleichbedeutend mit Gesundheit. Und Ernährung ist am Ende auch nicht gleichbedeutend. Okay, da schreien wieder alle auf. Aber wenn man sich gut ernährt und gut Sport macht, dann hilft das einem gesundheitlich. Wohingegen man, wenn man jetzt, sich unterspritzen lässt, dann hilft es einem nicht unbedingt gesundheitlich. Es kann einem sogar schaden. Es kann einem natürlich mental, also was mentale Gesundheit betrifft, helfen. Und das sehe ich ja auch ein, teilweise. Aber für manche ist es eben dann doch irgendwie eher nur wie so ein Pflaster, ne? Ich glaube, das sage ich auch später noch. Und hilft jetzt nicht langfristig auch der mentalen Gesundheit, sondern da hilft es, glaube ich, eher, und das ist jetzt einfach mal eine Behauptung von mir, sich selbst besser zu akzeptieren, sich selbst mehr zu lieben. Oder und eben auch so Sachen zu machen, ne, wie Sport und sowas. Ich gehe auch nicht jedes Risiko, ganz klar. Aber ja, ich bin nicht risikoscheu. Hm. Das ist eng. Das war wirklich nah aneinander, muss man wirklich sagen. Es ist in Wirklichkeit noch näher, als es da aussieht. Guck mal, man sitzt so fast mit den Knien, dass die Knie sich berühren. Nenne eine Sache, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben. Ich würde jetzt spontan aus unserem kurzen Gespräch sagen, dass wir beide schon ehrgeizig sind auf eine Art und Weise. Also, dass wir was aus unserem Leben irgendwie machen wollen. Vielleicht auch ein bisschen optimieren. Ich glaube, du ein bisschen in einer anderen Hinsicht als ich. Aber ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, dass wir so eher die Anpacker sind. Sag deinem Gegenüber etwas, was du jetzt schon an ihm oder ihr... Wie in der Bahn. Ja, ich glaube, selbst in der Bahn hat man mehr Abstand, oder? Mit den Knien? Ja, obwohl, könnte hinkommen. Aber in der Bahn kann man sich wenigstens zurücklehnen an die Lehne. Und da musste man halt so aufrecht sitzen, weil da gab es keine Lehne, wenn ihr wisst, was ich meine. Magst. Okay, er soll was sagen, was er an mir mag. Ich finde, du bist sehr attraktiv. Du achtest auf dein Äußeres und... Das war mir so unangenehm. Vor allem, weil ich so gedacht habe, so ey, Klischee voll bestätigt. Weil es geht ihm nur um Attraktivität. Spaß. Nein, man muss auch sagen, man kann ja in der kurzen Zeit auch viel mehr gar nicht sagen. Ne? Wisst ihr? Der kennt mich ja jetzt nicht wirklich. Das ist das Erste, was ich so sehen kann. Okay. Okay. Damn, boy. Ich bin Alicia, ich bin 26 Jahre alt. Ich fand's auch krass, guck mal, wir haben ja jetzt diese Interviews hier gemacht, dann sind wir nur mal kurz zum Umziehen gegangen und in der Zeit hatten die das schon ready zusammengecuttet, sodass wir dann wiederum drauf reagieren konnten, ne? Weil wir mussten das ja dann vor Ort uns auch schon wieder angucken, das hat ja alles am gleichen Tag stattgefunden. Das ist, muss man sagen, gute Leistung an die Produktion. Wir brauchen ein Okay-Emote. Du siehst echt gut aus. Okay. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh Mann, ich bin auch manchmal, man muss sagen, ich glaube, im Internet kommt es nicht so richtig rüber. Da mache ich mal einen kurzen Exkurs. Im Internet kommt es, glaube ich, kaum rüber. Weil, also vielleicht am ehesten noch auf Twitch, weil ich hier so am offensten rede und man mich am ungefiltertsten sieht, ohne Cuts. Aber ich bin auch ein bisschen socially awkward manchmal, muss ich sagen. Also ich kann zum Beispiel mit so Komplimenten und so kann ich nicht so richtig umgehen. Dann sage ich halt so Sachen wie, okay. Aber ich meine, ich sage, ich habe bei Wer wird Millionär verkackt und er sagt, schade. Ich glaube, es war einfach eine weirde Situation für uns beide, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben es beide ganz gut gemeistert. Und ich arbeite hauptberuflich als YouTuberin und Autorin. Die Schönheitsideale, die heute in den Medien präsentiert werden, lassen sich kaum noch natürlich erreichen. Also das Problem ist, dass einfach für einen großen Po, aber einen dünnen Oberkörper Operationen notwendig sind. Genauso ist es bei großen Lippen und das finde ich ziemlich kritisch. Mein Name ist Henrik, ich bin 33 Jahre alt. Das sehe ich kritisch, müsste es eigentlich heißen, oder?
Gut, aber ich glaube, mein Punkt ist ganz gut rübergekommen. Ich bin Gründer von Beauty-Kliniken. Erfolgreiche Menschen sind attraktiv und Attraktivität macht erfolgreich. Das färbt sich natürlich positiv auf meine Branche ab. Viele Leute sagen ja, sie machen Schönheitsoperationen nur für sich selbst. Ich bin der Überzeugung, das ist nicht so, denn wir existieren einfach in Wechselwirkung mit anderen und wir wollen eben, dass andere uns so wahrnehmen, wie wir dann eben aussehen. Die Motivation, zu uns zu kommen, ist in der Regel selbstbestimmt. Man hat natürlich einen leichten Druck von der Gesellschaft, aber den gibt es überall. Wir haben Konkurrenz im Sport, wir haben Konkurrenz im Arbeitsleben, dementsprechend aber auch auf dem Beauty-Markt. Und da sagt der Patient natürlich, ich möchte an mir arbeiten, um dort auch konkurrenzfähig zu sein. Okay. Finde ich krass. Ja, erstmal nochmal. Die Aussage, also ich verstehe es so ein bisschen, würde ich aber nicht so unterschreiben. Freut mich, ja. Alicia. Ich habe tatsächlich mit einer ganz anderen Person gerechnet. Interessant, ich nämlich auch. Ich habe gedacht, dass mir jemand irgendwie gegenüber sitzt, der offensichtlich sehr stark operiert ist. Ich mache mal ein bisschen schneller, okay? Also ich würde bei dir nicht ausschließen, dass da nicht auch der ein oder andere Eingriff vorgenommen wurde. Aber ja. Ich glaube, das kam auch nicht vor. Er hat an einer Stelle mich auch gefragt, ob ich denn sehen kann, ob er was gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, nee, nicht so richtig. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass deine Stirn gebotoxt ist. Aber ich weiß gar nicht, ob er dann gesagt hat, dass das so ist oder nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Kenn ich aber. Also ich habe schon mal Videos von dir auf TikTok gesehen. Wahrscheinlich, ja. Ist nicht auszuschließen. Ich kann direkt einfach mal anfangen, was ich mich nämlich eben schon gefragt habe und jetzt noch mehr frage. Du hast oft vom Optimieren optisch gesprochen. Mhm. Und ja, mich würde interessieren, was du als Optimieren empfindest, weil also sagen wir mal, eine glatte Stirn zu haben, indem man Botox nutzt oder eine gerade Nase, indem man die mit Hyaluron begradigt, was ist daran für dich optimiert im Vergleich zu anderen Körpern? Das Optimieren ist für jeden Patienten eine eigene Definition. Ne? Das heißt, ich optimiere ja nur das, was der Patient sich wünscht. Das widerspricht ja ein bisschen der Aussage, die er eben gemacht hat, weil eben hat er ja gesagt, Schönheit macht erfolgreich. Und das widerspricht dem ja jetzt so ein bisschen. Ne? Ich habe jetzt auf 1,25 Geschwindigkeit gemacht. Entsprechend kann man eine Altersprävention betreiben, indem ich einfach die Stirn botoxe. Ich habe aber auch Patienten, die kommen für eine Nasenkorrektur, weil die wirklich lange darunter gelitten haben. Wir hatten eine Patientin, die wirklich in der Corona-Zeit ihre Maske nicht mehr abgezogen hat. Die war unglaublich traurig. Und als wir dann die Nase gemacht haben, Freudentränen. Sie hatte ein ganz neues Selbstwertgefühl, wirklich ein tolles Selbstbewusstsein danach und war überglücklich. Da würde ich ja auch nie was sagen, ne? Auch wenn ich da immer als Kontraposition eingeladen bin, aber wenn das nur diese eine Sache ist und wenn das die eine Sache ist, die Person irgendwie für immer verändert, weil sie schon immer drunter gelitten hat, so ja, ey, go for it, mach. Da wäre ich die erste Person, die sagt, mach es. Aber ich glaube halt, dass es ganz oft, und das kann ich natürlich jetzt nicht beweisen, aber ich denke, dass ganz viele seiner Patienten einfach nur aus so einer gerade mal Unzufriedenheit vielleicht dann irgendwie doch was verändern wollen und das gar nicht so ewig überdacht ist. Aber wie gesagt, das kann ich natürlich jetzt nicht beweisen. Das werfe ich einfach mal allen Leuten vor, die diese Eingriffe ausüben, dass da eben auch ganz viele Leute kommen, die einfach ja nicht richtig, richtig intensiv drüber nachgedacht haben und auch über die Risiken drüber nachgedacht haben. Das heißt, jeder bestimmt nachher selbst, warum er etwas optimieren möchte an sich. Diese Person ist volljährig, dementsprechend darf sie über ihr Leben selbst entscheiden. Ne? Und darum finde ich, wenn man sagt, das sollen Leute nicht machen, ist eine Entmündigung dieser Person. Mhm. Ne? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es eher als ein Schützen. Also ich muss sagen, bei mir war der Prozess eben so, dass ich heutzutage unfassbar froh bin, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich für mich irgendwann so rausgefunden habe, dass für mich die optimierte Version bzw. die schönste Version ist, wenn jemand doch auch irgendwo noch eine Einzigartigkeit hat. Wenn ich dir jetzt nur die Nase machen würde, dann bist du dieselbe Person, du bist die individuell selbe Person. Leute, stimmt jetzt ab, soll ich mir bei Rick und Nick die Nase machen lassen? Nein, Spaß. Und bist nicht jetzt weg von deiner Charakternase ein ganz neuer Mensch. Wir verändern den Charakter nicht, wir verändern den individuellen Menschen nicht und alle Menschen sehen dann auch nicht gleich aus. Das ist totaler Schwachsinn. Darum ging es mir auch gar nicht. Ich meinte eher so, dass ich dann vielleicht jetzt Hyaluron irgendwo im Gesicht hätte, was vielleicht verlaufen wäre und ich wüsste es gar nicht sozusagen. Ne? Oder, ne, wisst ihr, was ich meine? Oder ich würde vielleicht dann irgendwie doch am Ende bereuen, dass ich meine Nase nicht mehr habe. Ich erinnere da immer gerne an die von Dirty Dancing, ne? Die nach ihrer Nasen-OP irgendwie dann doch, da war es wirklich eine Charakternase, muss man wirklich sagen. Ich würde dir eben teilweise zustimmen, dass es natürlich so ist, dass wenn ich jetzt irgendwie was an mir verändere, dass das nicht meinen kompletten Charakter verändert, keine Frage. Aber es ist ja schon so, dass wir eben Trends sehen, dass es viele auch, wenn ich schaue, Influencerinnen gerade gibt, wenn ich die auf den ersten Blick ansehe, sehen die sich alle sehr ähnlich. Also die haben voluminöse Lippen, die haben oft eine perfekt hier schießschanzenförmig geformte Nase, keine Schlupflider, was auch immer. Also ist das schlimm? Das ist die Frage, ob das schlimm ist. Ich finde das traurig. Warum?
weil ich du hast doch gerade selbst gesagt, die perfekte Nase. Wo ist denn das Problem? Perfekt in Anführungszeichen, weil es eben dieses Ideal ist, was es gerade gibt. Aber ich finde eben, dass Individualität total wichtig ist. Und das macht für mich persönlich auch schöne Menschen aus. Und ich möchte die Leute so ein bisschen auch vor den gesundheitlichen Risiken, die das bergen kann, schützen. Also ich kann sagen, wir haben auch noch sehr viel mehr über gesundheitliche Sachen geredet. Und ich weiß, dass davon nicht mehr so viel drin ist, wie wir geredet haben. Ist ja klar, die müssen ganz viel schneiden. Aber ich habe ihn zum Beispiel auch zum Thema gefragt, wie er das sieht, dass zum Beispiel auch Heilpraktiker unterspritzen dürfen. Weil ich auch so, ich wollte so eine Antwort aus ihm rauskitzeln, ob er nicht eher dafür ist, dass nur Ärzte das dürfen. Weil Heilpraktiker dürfen ja in Deutschland auch unterspritzen, obwohl sie, keine Ahnung, nur eine Heilpraktiker Ausbildung haben, nur in Anführungszeichen, aber ihr wisst, was ich meine, die müssen gar nicht unbedingt jede Arterie im Gesicht kennen. Aber er hat sich auch nicht zu einer Aussage hinreißen lassen, von daher vielleicht haben sie es auch deswegen rausgeschnitten, weil er hat immer gesagt so, wenn die Leute das verantwortungsbewusst machen und wenn sie die Ausbildung haben und ja, da konnte ich nichts rauskitzeln. Diese Behandlungen sind verhältnismäßig enorm risikoarm. Man kann den Teufel immer an die Wand malen. Es kann natürlich sehr, sehr viel passieren. Der Schutz passiert aber nicht durch dich, sondern durch uns als hoch ausgebildete Fachkräfte, die den Patienten wirklich hochkompetent und hochqualitativ vor der Behandlung aufklären über alle Risiken. Ja? Über alle Nebenwirkungen, das passiert immer. Wenn Komplikationen auftreten, darf ich die als Arzt auch unmittelbar behandeln. Ist das Ohrloch gestochen? Ja. Und dann den Moralapostel über Nadeln im Gesicht? Boah, das war nicht frech. Weil erstmal muss ich sagen, dass natürlich Ohrlöcher können sich auch entzünden. Aber die kann man ja zumindest am Anfang noch zuwachsen lassen. Und das ist für mich halt was sehr viel anderes als, keine Ahnung, ja, zum Beispiel Hyaluron zu nutzen. Ne? Das muss man ganz klar jetzt einfach mal sehen. Ne? Das Ohrloch kann sich genauso entzünden. Ne? Ja, natürlich, aber es ist nicht vergleichbar mit dem ständigen Unterspritzen von sowas wie Hyaluronsäure. Aber ich frage mich eben manchmal auch so, wie notwendig wäre so ein Beruf wie deiner gerade ist, wenn eben Menschen ein positiveres Selbstwertgefühl hätten und vermittelt bekommen würden. Ja. Damit will ich keinen bevormunden, aber ich frage mich, also diese Schönheitsideale, die kommen ja auch irgendwo her. Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass irgendjemand zu dir in die Praxis kommt und sagt, ich wäre gerne dicker, ich hätte gerne ganz schmale Lippen oder ich hätte gerne einen Höcker auf die Nase. Super bitte. Wenig wahrscheinlich. Tatsächlich aber auch, das sind die Ausreißer. Aber Ausreißer, das ist es halt. Ne? Es geht schon um ein bestimmtes Ideal, was vorgelebt wird. Jetzt muss man einmal ganz klar sagen, woher kommen diese Bedürfnisse. Ja. Bei den Social Medias ist es ganz klar so, dass wenn jemand meinetwegen jetzt einen Filter drüber hat und mit diesem Bild zu uns kommt, das ist nicht real und das ist eine Erwartungshaltung, der wir auch widersprechen und sagen, das gewährleisten wir. Das hoffe ich, dass sie das so machen. Hier, interessanter Punkt, ein Piercing ist nicht vergleichbar mit einem operativen Eingriff. Stimmt. Und da haben wir auch noch ganz viel drüber geredet, das kommt jetzt auch nicht hier drin vor, über dieses Thema, ist es eigentlich so erlaubt, mit Vorher-Nachher-Bildern zu werben, wie sie es teilweise auf Social Media machen. Also Rick und Nick werben ja mit Vorher-Nachher-Bildern. Und in Frankfurt hat man Gericht entschieden, dass das auch bei so Sachen wie, also dass es auch bei so minimalinvasiven Eingriffen nicht okay ist. Und er hielt das, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, für, ja nicht für einen Skandal, aber für fragwürdig, dass sie das so entschieden haben. Da muss man aber auch sagen, muss man vielleicht sogar ihm recht geben, weil im Gesetz ist wirklich nur von operativen Eingriffen die Rede. Also, dass die ein Problem darstellen und nicht mit Vorher-Nachher-Bildern beworben werden dürfen. Deswegen, das war wahrscheinlich auch so eine Grauzone, dass sie sich gedacht haben, komm, das lassen wir lieber raus, weil ja jetzt hier mit irgendwelchen rechtlichen Sachen rumdiskutieren macht keinen Sinn. Wir haben aber Vorher-Nachher-Bilder, die einen hundertprozentigen realen Eindruck verschaffen und der für die Transparenz am Markt sehr, sehr wichtig ist. Aber alleine durch dieses Vorher-Nachher findest du nicht, dass du dadurch Leuten vermittelst, dass sie vielleicht einen Fehler haben, der ihnen vorher gar nicht aufgefallen ist? Also wenn ich jetzt durch TikTok oder so scrolle und dann sehe, okay, vorher war die Nase so wie meine und jetzt ist sie irgendwie so, wie man es halt oft im Fernsehen sieht, dann muss das ja besser sein. Also weißt du, hast du nicht das Gefühl, dass du selbst dann auch Leuten Unsicherheiten vermittelst? Überhaupt nicht. Also es ist ja das, was die Patienten nachher auch wollen. Die kommen ja von alleine. Die kriegen diese Videos. Ja, es war halt immer dieser, oh, was geht da mit deinen Haaren ab? Jetzt habe ich hier eine kleine Unsicherheit. Es ist halt immer dieser Zirkelschluss von wegen, er sagt halt, die Nachfrage ist da und deswegen bediene ich die Nachfrage und es ist okay, die Nachfrage zu bedienen, weil die Nachfrage da ist. Aber ich meinte ja so, dass er die Nachfrage vielleicht auch einfach damit schafft, indem er sozusagen wirbt für Schönheitseingriffe. Ne? Aber da war er auch nicht von wegzukriegen von seiner Position. Das ist auch vorgeschlagen, weil sie eine Interessensgruppe davon sind, schon aktiv danach gesucht haben. Ne? Sonst würden sie diese Sachen ja gar nicht bekommen. Ganz wichtig für unsere Branche.
nötig hat man bei uns gar nichts. Ne? Das sage ich auch allen meinen Patienten. Ja, klar, wir sind wie ein Praterladen. Du gehst da rein, du findest etwas cool und dann holst du es dir. Wie gesagt, dass es gewisse Risiken hat, das gehört immer dazu. Im ganzen Leben. Autofahren ist genauso gefährlich. Ja? Also das Risiko, dass man bei einem Eingriff bei uns erblindet, ist geringer, als dass man auf dem Weg zu uns überfahren wird. Es geht nicht nur um das Risiko, sondern es geht einfach um, also Autofahren und sowas, das macht ja jeder von uns. Aber es ist natürlich was Aktives, was ich vielleicht mache, weil es mir irgendjemand einredet und was trotzdem mich und meine Gesundheit und mein eigenes Selbstwertgefühl auch am Ende negativ beeinflussen kann. Ich sehe mich nicht selbst in der Verantwortung, weil ich einen Markt bediene, eine Nachfrage, die da ist. Da sind wir wieder beim Thema. Ich schaffe diese Nachfrage nicht, ich bediene die Nachfrage. Das ist die Frage, ob du sie nicht auch gleichzeitig schaffst, indem du sie bedienst. Also, es ist ja im Endeffekt auch egal. Ne? Wenn ich sie schaffen würde, haben die Personen ja immer noch ein berechtigtes Interesse daran. Das ist deren Leben. Und wenn sie sagen, die möchten das machen, dann können die das auch gerne machen. Ja, es ging auch viel, diesen Vergleich haben wir auch nicht drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch gesagt habe einmal. Es ist halt so ein bisschen, also er hat auch vieles begründet mit zum Beispiel, ja, die Leute sind ja 18 und die dürfen ja machen, was sie wollen. Sie dürfen selber bestimmen und dementsprechend haben Leute wie ich mich nicht einzumischen. Aber das meine ich ja auch gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kampagne fahre und sage, Rauchen ist ungesund und ich mache ein Video und sage, hey Leute, Rauchen ist aus dem Grund ungesund, aus dem Grund ungesund, aus dem Grund ungesund. Leute, raucht nicht. Dann will ich mich ja nicht über diese Leute stellen und denen das verbieten und sagen, ja, Moment mal, ihr seid zwar mündige Leute, aber ihr solltet auf mich hören und ich will euch das verbieten, weil Rauchen ist ungesund. Nein, sondern ich will ja nur eine Anregung geben, eine Empfehlung aussprechen und Leute potenziell schützen, die nicht so gut informiert sind. Ja, und ich glaube, ich kam hier für ihn so ein bisschen rüber, wie so diese Person, die Schönheits-OPs deutschlandweit bannen will und erst ab 55 Jahren und so, aber so sehe ich es gar nicht, auch wenn ich sagen würde, dass das Mindestalter vielleicht ein bisschen angehoben werden sollte, tatsächlich auf 21, da dann der präfrontale Kortex mehr ausgebildet ist und man vielleicht bessere Entscheidungen treffen kann für die Zukunft. Es ist rechtens, es ist legal. Ich bediene einen Markt, der da ist. Ich bin Arbeitgeber, ich erfülle gesellschaftliche Aufgaben. Ja? Ich zahle meine Steuern gut und dementsprechend, ich sehe kein Problem. Ja, ich würde sagen, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Und auch nur weil etwas jetzt legal ist, muss ja nicht unbedingt gut oder schlecht sein. Die ganze Evolution basiert darauf, sich zu optimieren. Die Optimierung findet ja nicht nur äußerlich statt, sondern im Endeffekt im Berufsleben, im Sport, überall. Und Leute, die sich optimieren wollen, so ein bisschen, die sind in der Regel auch erfolgreicher. Aber es ist eben die Frage, ob dass Optimieren wirklich so eine freie Entscheidung ist, ne, wenn man es immer wieder vorgelebt bekommt. Also das ist sehr witzig, weil ich ziehe die Patienten ja nicht an der Nase in die Praxis rein. Ich stehe da ja nicht und warte, bis ein kleines... Ja, aber irgendwie ja doch, oder? Wenn du Werbung machst auf TikTok und Vorher-Nachher-Bilder und dann wird es Leuten vorgeschlagen, die vielleicht noch nie damit richtig in Kontakt gekommen sind. Natürlich ziehst du sie nicht in die Praxis rein, aber du wirbst ja schon Leute an, die es vielleicht auch ohne Social Media gar nicht gemacht hätten. Kleines Kind vorbeilaufen und sagt, komm rein. Ja, aber du machst ja schon Werbung auf Plattformen, wo auch viele kleine Kinder sind. Ich mache lustig, Werbung, dass ich das Gleiche nochmal sage. Ich informiere. Ja? Aber doch das mit dem Ziel, dass die Leute zu dir kommen. Ich zeige das, was ich mache, ganz klar. Mhm. Aber wenn wir jetzt sowas hören, wie zum Beispiel, dass ja auch viel mehr Menschen erstens überhaupt diese Eingriffe machen und auch irgendwie 20% mittlerweile sagen, dass sie durch Social Media erst darauf aufmerksam geworden sind, dass sie etwas an sich verändern wollen. Und haben die jetzt einen Nachteil? Ich glaube tatsächlich, dass sie einen Nachteil haben, wenn sie... Die Patienten. Wo ist denn der Nachteil? Der Nachteil ist, wenn Sie in 5 bis 10 Jahren merken, dass eventuell das Hyaluron im Gesicht verrutscht ist, dass man das eben doch nicht mehr rückgängig machen kann und dass man vielleicht auch einfach, als man 21 war, eine Entscheidung getroffen hat, die man jetzt mit 30 vielleicht bereut. Also warum reden wir nur über 21-jährige Patienten? Wir haben die komplette Palette durch. Also, ich muss sagen, ich rede vorzugsweise über jüngere Leute, weil ich die halt denke, eher schützen zu müssen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, jemand, der mit 55 einen Schönheitseingriff macht, ist... vermutlich, auch wenn das natürlich nie gegeben ist, aber ist vermutlich schon besser informiert als jemand, der vielleicht gerade 18 geworden ist. Ne? Patienten von 18 bis 70, nein, wir haben die komplette Reihe durch. Wir haben Frauen wie Männer von 18 bis 70, die sind alle dabei. Jünger als 18, oder? Wenn die Eltern unterschreiben und eine Einverständniserklärung unterschreiben, dürfen das auch Minderjährige in Deutschland. Ganz klar. Das finde ich krass, dass das auch bei ihm gemacht wird. Ne? Das hat er, glaube ich, auch gesagt. Klar, da würden wir ja wiederum im Endeffekt den Eltern die Entmündigung entgegenbringen, wenn wir sagen, ihr seid nicht fähig, eure Kinder zu erziehen. Behandelst du auch unter 16-Jährige oder 16-Jährige? 16-Jährige behandle ich auch. Ja. Aber unter 16 oder? Nein, in der Regel nicht. Okay. In der Regel! Weil ich weiß, das war einfach so ein Kritikpunkt von Offen und Ehrlich. Das weiß ich, also das wusste ich halt nur zufällig und deswegen konnte ich es auch da ansprechen. Die haben nämlich an einer Stelle irgendwie gesehen, dass bei denen ein Kommentar war, ich bin erst 14, aber ich würde es so gerne machen. Und dann haben die, glaube ich, irgendwie von wegen, also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, keine Garantie, aber irgendwie drunter kommentiert, ja, mit Einverständnis der Eltern geht das. Und das finde ich halt irgendwie krass, ne? In dem jungen Alter. In der Regel. In der Regel.
Die Ausnahme gibt es. Wenn die Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Also zum Beispiel jetzt ein 15-jähriges Mädchen, das Gesicht verändert sich ja auch noch total. Also wenn man da jetzt Hyaluron rein... Baut sich auch wieder ab, man kann es wieder auflösen. Es baut sich nicht immer ab. Ja, wissen wir ja mittlerweile. Risiko für diese Person ist nicht weniger gering oder weniger hoch wie für andere Personen auch. Es ist ein sehr risikoarmer Eingriff. Ja? Mhm. Das heißt nicht, wir fördern, dass das Minderjährige sich Nase, Kinn, Lippen, alles spritzen lassen. Das ist gar nicht unsere Intention. Aber es ist nicht unser Recht, denen das abzusprechen. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein bisschen eure Verantwortung, ihnen das nicht einzureden. Das übernehmen wir, sobald die Patienten bei uns da sind, wir die vollumfänglich aufklären. Was hältst du davon, dass jetzt natürlich auch es immer mehr Leute gibt in den sozialen Medien, die zum Beispiel Hyaluron in den Lippen hatten und sagen, ich möchte wieder das Natürliche, dass eben mehr das gefördert wird, dass man seinen Körper eben so akzeptiert, wie er ursprünglich mal war? Können wir möglich machen. Mit Hyaluronidase können wir Hyaluron auflösen. Ja, Mann, er macht es schon ganz gut so. Er bringt seine eigenen Klienten auch dann wieder zurück. So. Falls sie wieder zu dem Natürlichen zurück wollen, kommt auch wieder zu mir. Ich kann es euch auch auflösen. Aber also siehst du das als Gefahr für deinen Beruf irgendwie? Beauty wird nicht arbeitslos. Beauty gab es schon immer, ein Leben lang. Und da gibt es eine Interessensvertretung, die Spaß daran hat. Und die sollen das doch auch bitte gerne machen. Wenn du dagegen bist, sei dagegen, aber lass die Leute in Ruhe, die das machen wollen. Ja, ich glaube, du verstehst nicht ganz genau meine Perspektive. Ich bin ja auch die erste Person, die sagt, wenn du seit Jahren mit irgendwas unglücklich bist, dann lass es machen. Aber ich glaube, dass es eben ganz viele Menschen gibt, die einfach, ohne viel nachzudenken, eben in diesen Strudel reingeraten, der vermeintlichen Selbstoptimierung, und die man vielleicht doch ein bisschen schützen muss. Also ich denke an meine eigenen Geschwister, meine zukünftigen Kinder. Ich möchte nicht unbedingt, dass sie mit 15 denken, oh Mann, hoffentlich bin ich bald 18, damit ich mich endlich so verändern kann, wie ich es bei den ganzen Leuten auf TikTok sehe. Aber da sind sie ja geschützt, ne? Weil sie es erst mit 18 machen dürfen und weil sie eine Aufklärung kriegen. Wir haben uns ein bisschen im Kreis gedreht, muss man ganz ehrlich sagen. Wollen wir Deutschland überregulieren? Das muss nicht sein. Ich möchte einfach nur Awareness schaffen. Man kann doch was Konstruktives in seinem Leben machen, als was Destruktives. Also frech. Boah, ich muss sagen, manche Aussagen check ich ja erst jetzt. Bin ich destruktiv? Ja, ich glaube, manche Leute empfinden das auch so. Also ich glaube, manche Leute würden sagen, ja, diese Alicia Joe, die hatet immer nur alles, die ist so destruktiv. Naja. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde schon sagen, es ist konstruktive Kritik. Ich finde es sehr konstruktiv, Menschen dazu zu ermutigen, sich selbst zu lieben. Ich glaube, das hat einen ganz großen Impact auf das weitere Leben. Das tun sie doch. Ja, das würde ich auch nicht absprechen. Aber ich glaube eben, dass es oft halt wie so eine Art Pflaster genutzt wird, um die eigene, vielleicht angeknackste Selbstliebe so ein bisschen zu reparieren. Man muss doch jetzt nicht den Markt, den es überhaupt gibt, damit attackieren. Das sind doch Einzelfälle und Individualfälle. Mach meinetwegen eine Selbsthilfegruppe, wo du den Leuten was erzählst. Das ist doch in Ordnung. Also, ich fand es aber gut, wie wir uns gestritten haben. Wir haben uns danach auch echt gut noch vertragen und unterhalten. Also es war wirklich jetzt nicht so, als ob ich den jetzt irgendwie deswegen wegen diesem Gespräch haten würde oder so. Es war wirklich ein spannendes Streitgespräch, muss ich wirklich sagen. Und ich mag solche Gespräche. Und ich finde es auch cool, dass er sich sozusagen da zur Verfügung gestellt hat, um das zu machen. Ja, ich will auch niemandem das verbieten. Ja? Jeder soll für sich bitte selbst entscheiden. Das ist auch sein Recht in Deutschland. Und ich bin halt noch der Überzeugung, dass jeder auch mal überlegen sollte, woher die eigene Entscheidung kommt. Das ist ein Ort. Top. Ich finde es eine sympathische Dame, die ihren Aktivismus falsch gelegt hat. Und bleibe bei meinem Standpunkt auf. Immer so kleine, freche Seitenhiebe, muss man wirklich sagen. Wir schützen den Patienten durch die Aufklärung. Wir schützen den Patienten staatlich durch die Altersbeschränkung. Dementsprechend gibt es genug Schutz am Markt für jeden. Ich würde es zurückgeben. Also du bist auch sehr freundlich. Hast mit mir jetzt hier sehr gut diskutiert, finde ich. Ich würde sagen oder hoffen, dass dein Beruf in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen überflüssiger wird, als er es jetzt ist. Meine Meinung ist auch noch recht ähnlich. Da habe ich einen kleinen Seitenhieb zurückgegeben. Habe ich gesagt, so nicht, mein Freund. Spaß. Ich bin nach wie vor eher kontra eingestellt, aber würde auch sagen, dass wenn man eben Schönheitseingriffe machen möchte, dann würde ich hoffen, dass es eben Leute wie du machen, die ja laut deiner eigenen Aussage zumindest sehr gut Bescheid wissen, was da passiert, wie man medizinisch agieren muss und auch, wenn es Komplikationen. Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, was für ein Arzt er ist, ne? Aber er hat halt gesagt, dass er die Ausbildung hat, dass er genau weiß, wo Gefäße im Gesicht sind. Ich würde trotzdem sagen, im Gesicht hier in dieser Partie nichts unterspritzen lassen, weil viel zu gefährlich, aber ja, wenn er sagt, er hat die Ausbildung, dann bin ich ja, dann freue ich mich ja, wenn Leute eher zu Leuten gehen, die zumindest mal eine Ausbildung haben und nicht es beim Kosmetiker oder Heilpraktiker nebenan machen lassen. Gibt, darauf reagieren können. Es war ein sehr konstruktiver Austausch tatsächlich. Ich vertrete natürlich meinen Standpunkt. Ich habe eine gewisse Lobby und da bleibe ich dann auch bei meinen Argumentationen. Mir hat das Experiment sehr gut gefallen. Ich fand es interessant, mal die Perspektive von jemandem zu sehen, der damit Geld verdient.
andere Menschen zu optimieren? Es gibt immer wieder ein schwarzes Schaf am Markt. Davor braucht man die Leute aber nicht schützen, wenn die breite Masse es wirklich korrekt macht. Ich habe heute für mich gelernt oder gemerkt, dass die Schönheitsindustrie es ganz gut geschafft hat, uns das Optimieren unserer vermeintlichen Marke als selbstbestimmtes Handeln zu verkaufen. Habt ihr den Satz verstanden? Da könnt ihr jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Spaß beiseite. Es war super cool. Ich würde auch nie irgendwas Böses jetzt sagen über Rick und Nick. Also keine Ahnung, so intensiv kenne ich die nicht. Ich muss sagen, es war ein super interessantes Streitgespräch. Gerne jederzeit wieder. Und ich kann nur Positives sagen. Ich würde da jetzt auch niemanden bitte haten oder so. Ich fand, es war wirklich die Leute können sich einfach gut eine Meinung bilden, glaube ich. Also ich fand das Gespräch ganz gut von beiden Seiten aus. Weil man muss ja auch irgendwo die Leute verstehen, die es machen, und die Leute verstehen, die diese Eingriffe anbieten. Und wenn es auch eben nur so Sachen sind von wegen, ja, der Markt ist da und ich bediene den Markt. Genau. Viel mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. War auf jeden Fall eine coole Sache.